Natürlich zwar die Geschwindigkeit erhöht, aber es gibt da eine Zeitlücke und dadurch kann der Gegner es lesen. Because when you make a big rotation. Yeah, wenn ich eine sehr große Rotation mache, die der Gegner sehen kann, dann kann ich dagegen reagieren. Ja, 그래서 이렇게 때리면 훨씬 강하죠. This would be actually stronger than hitting like front. Wenn er so schlagen würde, wäre das natürlich stärker. Back and top. But then you would have time to evolve. Aber in dem Moment sieht er das natürlich und hat Zeit auch einfach auszuweichen. Ja, 그러면 백을 했어. 그냥 프론트 바로 앞으로 나가야지. So you don't have time to move your arm to the back. So you just have to bring it forward. Also ihr habt einfach die Zeit, nicht erst den Arm zurückzuziehen, sondern ihr müsst ihn direkt von der, wo er ist, nach vorne bewegen. 그래서 무릎을 이용해서 올리면서 이렇게 빨리 뒤로 빼지 않고 빨리 올리기 위해서 이 펠비스 이용하는 겁니다. That's why you don't want to move your body to the back, so you are stretching your knees, using your knees and pelvis, you rotate and then bringing the energy directly to the arm. Das ist halt der Grund, warum ihr jetzt nicht ausholt in eurem Körper nach hinten geht, sondern dass ihr über die Knie, über die Hüfte, über die Strecke und so weiter, die Rotation, die Geschwindigkeit bekommt. 결국에는 여기는 고정을 해놓고요. So in the end, what's important is to make this part of also das ist, was halt wichtig ist, ist eben, dass ihr das in die Rotation findet und das dann als Einheit funktioniert. So the arm is all the time relaxed and only by making a hit then it becomes a stick, like a fixed. Also der Arm ist die ganze Zeit entspannt zunächst erstmal, aber in dem Moment, wenn er dann eben schlagen tut, dann wird der Unterarm oder diese Bereiche, die er uns gezeigt hat, dann fest mit dem Stab. 그게 뉴클리어 펀치의 가장 핵심입니다. This is the basic principle of nuclear punch. This is the Grundprinzip des nuklearen Schlags. 자, 그리고 나서 타격을 한 다음에 돌리는 거는 상대방을 타격을 하기 위해서 체인지를 시키는 거예요. By rotating, you can have another hit, like another damage to the opponent. Diese Variation macht ja einen weiteren Schlag, einen weiteren Kampf dazu. Okay, wir müssen. 자, 그래서 여러분 연속적으로 여기까지 그 스틱을 느낄 수 있어야 돼요. So you have to feel first this stick part. So jetzt müsst ihr erstmal diesen Bereich, den er gezeigt hat, und diesen Stab, das müsst ihr erstmal fühlen.첫 번째는 여기를 사용하지 않고 어깨를 많이 사용해 볼게요. Not use the pelvis, he will only use the shoulder. Also, im ersten Schritt wird jetzt nur seine Schulter und den Arm. 이것은 팔을 던지지 않기 위해. Now he's not throwing his arm, really. Jetzt wirft nicht wirklich seinen Arm, sondern bewegt ihn aktiv. 자, 이번에는 그냥 던져볼게요, 펠비스 이용해서. Now he will use the pelvis and throw his arm. Jetzt wird seinen Becken bewegen und dadurch den Arm rausschmeißen. Ja, 여기를 이용해서 회전을 올린 다음에 가속도 올리는 거예요. So by rotating the pelvis, he's pulling the speed, the power, and then accelerating the speed to increase the power. Indem er eben sein Becken und seine Hüfte rotiert und seine Lenke, dadurch kann er eben die Geschwindigkeit aufnehmen und die wird dann immer modifiziert. Ja, 그래서 여러분 보세요. 여기를 여러분이 의도적으로 움직이려고 하면 되게 이상한 모양이 나와요. Intentionally move this part, and it looks pretty weird. It's kind of funny. 일부러 하려고 하지 말고 그냥 느끼면 돼. So you should not do like intentionally. You should do naturally by like feeling. Yeah, versuch das Ganze zu fühlen und dann ganz natürlich zu machen. 그래서 이번에는 빨리 치고 변하는 걸 해보고 그리고 여기를 느껴보세요. Now this time we're going to do a little bit quicker and then rotating the pelvis a little bit. Yeah. Yeah, also wir jetzt üben noch mit